Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in meiner Küche. Wir werden heute zusammen eine leckere, wirklich leckere, vegane Pizza zubereiten. Ja, also auch das geht und zwar ganz leicht. Ihr braucht nämlich für dieses Rezept folgende Zutaten. 220 Gramm Mehl, 110 Gramm Wasser, ein Viertel Würfel Hefe, einen halben Teelöffel Salz, einen halben Teelöffel Zucker, 15 Gramm Olivenöl. Das war jetzt der Teig und für den Belag nehme ich heute Gemüse, das ist tiefgefroren. Das nehmen wir auch tiefgefroren auf die Pizza drauf. Dann 40 Gramm Tomatenmark und 40 Gramm Eiweiß, das wird unsere Soße werden. Und das ist dann gewürzt mit einem Teelöffel Salz, einem halben Teelöffel Pfeffer und so ein bis zwei Teelöffel italienische Kräuter, also Oregano, Basilikum, was ihr da mögt, was euch schmeckt. Was wir natürlich auch brauchen, ist eine Schüssel. Die habe ich jetzt schon mal vorbereitet und eingefettet. Denn unser Teig wird ein Hefeteig sein und der muss natürlich ein bisschen gehen. Also gebt ihm die Zeit, dann kann man den hinterher auch super toll dünn ausrollen. Und wie funktioniert jetzt dieser Teig? Ich habe jetzt die Menge genommen von meinem großen Pizzateig, den ich sonst immer mache. Den habe ich halbiert, weil wir auf dem Peter heute unsere vegane Pizza backen wollen. Und wir fangen einfach an, indem wir unser Wasser, also ich habe es jetzt schon mal voreingewogen, zusammen mit der Hefe und dem Zucker, das kennt ihr von anderen Hefe-Rezepten, Hefe und Zucker in den Mixtopf gebt. Das soll jetzt bei der perfekten Hefetemperatur, nämlich den 37 Grad, soll sich das jetzt auflösen. Das heißt, dafür werdet ihr ungefähr anderthalb Minuten brauchen und die 37 Grad gebt ihr vor. Hoppala. So, unsere Hefe hat sich jetzt aufgelöst bei der perfekten Temperatur. Das ist ein Hefewasser. Da ist es schön, wie gesagt, wenn ihr nur den Zucker erst mitgibt, das mag die Hefe, dann geht die hinterher gut. Unser Mehl kommt jetzt mit dazu, die 220 Gramm. Wie gesagt, ihr könnt das natürlich abwiegen. Ich habe jetzt schon was. Ich habe da mal was vorbereitet. Dann kommt unser Salz mit dazu. Das gehört einfach geschmacklich mit da rein. Das Ganze gibt jetzt einen tollen Hefeteig, indem ihr das mal zwei Minuten richtig gut durchkneten lasst mit unserer Teigknetstufe. Halt, stopp! Halt, stopp, 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 stopp. Habt ihr gut aufgepasst? Ich habe natürlich das Öl vergessen. Das Einzige, was ich nicht vorbereitet habe, weil ich dachte, ach komm, das wiegst du mal schnell ein. 15 Gramm. Sorry, das ist wieder typisch, ne? 15 Gramm Öl kommen noch dazu. Ohne die gibt das nichts. So, versuchen wir es nochmal mit dem Kneten. Teigknetstufe, die zwei Minuten nehmen wir wieder und los geht's. So, das war jetzt was. Ja, trotz meines Fauxpas natürlich ein schöner Teig geworden. Genau, und der wird jetzt gehen gelassen, das heißt, den hole ich jetzt erstmal hier raus. Ihr wisst ja, dass ich das gerne so mit dem Messer rausfallen lasse. So, ist auch nichts mehr drin. Und dann kann man nämlich so leicht das Messer hier rausholen. Dann brauche ich nämlich das gar nicht groß aus meinem Topf kratzen. Wenn ihr da eine andere Küchenmaschine benutzt, könnt ihr das natürlich machen, wie ihr wollt. Aber das geht schon ganz gut so. Genau. Das heißt, das hier wird jetzt noch mal kurz zu einer schönen Kugel geformt. Die Kugel, die darf dann in meine geölte Schüssel und dann geben wir dem Ganzen mal so meistens auf eine Stunde vielleicht an einem schönen warmen Ort. So, dann decken wir das ab und das Ganze darf jetzt ganz in Ruhe gehen. Ich stelle das jetzt mal an eine Heizung, weil heute ist es nicht so warm. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn hier raus ein etwas größerer
Teil geworden ist. Teig geworden ist. Bis gleich. So, die Zeit ist um. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben jetzt, ja, das ist doch schön. Guck mal da. Ne? Das ist jetzt schön gegangen, das Ganze. Und das rollt ihr jetzt aus, beziehungsweise na, trotz des Öls. Ah ne, jetzt kommt er. Jetzt kommt der, hat doch ganz gut geklappt. Bereite ich das so ein bisschen grob vor und den Rest, den rolle ich dann auf den Pizzastein aus. Aber so grob können wir das schon mal rund in Form bringen, das Ganze. Genau, und dann holen wir den Peter und rollen das aus. Super, guck mal, wie schön das geht. Ratzfatz. Das Tolle hier an diesem Peter, an diesem Pizzastein, ist ja auch wirklich, dass der einen Rand hat. Ne? Kann man das so ein bisschen Rand hoch machen und dann läuft das hinterher nicht so, euer Belag nicht so in den Ofen bzw. runter. Das finde ich ganz hübsch. Und die Menge passt halt wirklich perfekt, wie ihr seht. Und jetzt einmal unser veganer Käse und einmal unsere Soße. Das heißt, hier ist jetzt Eiweiß und Tomatenmark. Da könnt ihr natürlich jede Pizzasoße nehmen, die ihr gerne mögt. Fertige oder vielleicht habt ihr euer eigenes Rezept. Bei mir kommt da jetzt noch Salz, Pfeffer und gemischte Gewürze rein. Das schmeiße ich jetzt auch nicht in den Thermomix. Das rühre ich jetzt hier gerade mal durch. Und werde den Boden der Pizza damit praktisch einschmieren, einreiben. Das finde ich lecker, aber auch da, wie gesagt, stehen euch natürlich eure Rezepte offen. Das ist ja alles immer nur so ein Anhaltspunkt, eine Idee. Mal was anderes halt. Das duftet sehr, sehr lecker. Ich freue mich. Was wir noch nicht rausgeholt haben, ist unser Gemüse. Unser Gemüse kann nämlich ruhig auch tiefgefroren gleich auf den Stein drauf. Das muss also nicht antauen. Und somit habt ihr da natürlich auch die Möglichkeit, dass das so einfach spontan zu entscheiden, was ihr letztendlich drauf haben möchtet. Oh, würzig. Ist aber gut gemeint mit dem Salz. Und würzig gleich mein Gemüse auf gar keinen Fall mehr. Da ist jetzt genug Würze drin. Genau, das Gemüse kommt jetzt tiefgefroren da drauf. Da könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Da könnt ihr gegrilltes Gemüse, ihr könnt, ach, was ihr wollt. Da gibt es ja so viel. Vielleicht habt ihr auch was aus dem eigenen Garten, was ihr nehmt. Und das belegt ihr jetzt einfach, wie ihr wollt. Lecker. Das ist jetzt so eine kunterbunte Mischung. Da ist dann für jeden was dabei. Da sind auch Zwiebeln mit drin. So, das reicht, glaube ich, jetzt. Und dann kommt unser veganer Käse da noch drüber. Das ist wie so ein Cheddar-Schmierkäse. Der wird aus Hefeschmelz gemacht. Das Rezept, das verlinke ich euch natürlich auch. Das ist ratzfatz gemacht. Und ist, wie gesagt, einfach eine schöne Sache, eine schöne Alternative, um dann doch, auch wenn man sich vegan ernährt oder ernähren muss, diesen Käseeffekt zu haben. Geschmacklich sowie auch optisch gehört das hier irgendwie einfach dazu. Meiner Pizza. Die Nicht-Veganer unter euch können natürlich echten Käse nehmen für diese tolle Gemüsepizza. So, das reicht. Unser Pizzastein Peter, der mag es, wenn er in den kalten Backofen kommt. Und deswegen machen wir ihn in den kalten Backofen. Am besten bei Ober- und Unterhitze, so 230 Grad. Super. Wie ihr wisst, hadere ich ja gerade mit meinem Backofen so ein bisschen. Um da keine Gefahr einzugehen, nehme ich jetzt Umluft. Wie gesagt, ich befürchte, dass die Unterhitze kaputt. Na, wie gesagt, ich kümmere mich drum. Ich bin noch auf der Suche. Ein paar von euch haben mir schon tolle Tipps gegeben. Ich nehme gerne jeden Ratschlag an, was ich mit meinem Ofen machen kann, beziehungsweise welchen neuen Ofen ihr mir vielleicht empfehlen könnt.
Und dann geht das jetzt hier bei Umluft 210 Grad in meinem Fall, in eurem Fall 230 Ober- und Unterhitze, in den kalten Backofen für so 30, 35 Minuten. Schaut mal, denn auch wenn euer Backofen toll und in Ordnung ist, heißt jeder Backofen anders. Also, hinein damit. So, unsere Pizza ist fertig. Ich muss gestehen, ich habe leider ein wenig die Zeit vergessen. Es ist ein bisschen dunkel geworden. Aber es soll ja viele Menschen geben, die das sehr, sehr gerne mögen. Alles gut. Es ist nichts verbrannt. Es ist nur, na, vielleicht doch so ein bisschen. Ein bisschen dunkel. Aber es riecht wirklich sehr köstlich. So. Lecker, lecker, lecker. Ist ein bisschen dunkel geworden. Okay, das heißt, das nächste Mal ein bisschen weniger, wobei die jetzt 37 Minuten ungefähr drin waren. So, das ist die Pizza. Auf jeden Fall werden wir die uns jetzt schmecken lassen, so oder so. Und das, ihr lasst ja vielleicht 2-3 Minuten weniger drin. Das ist, wenn man weggeht, ne? Okay, also ich glaube, ich brauche doch so einen intelligenten Ofen, der merkt, wann er fertig ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Erzählt mir mal, was auf eurer Pizza drauf war, wenn ihr die vegan gestaltet. Und dann, ja, genießt und schlemmt und bleibt vor allen Dingen gesund. Das ist das Allerwichtigste. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder hier. Bis dahin, ciao, eure Daniela.